Da nun auch die Umleitungsstrecke über Garmisch-Partenkirchen gesperrt ist, geht es nun für den Sonderzug erst einmal nach Augsburg. Und somit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Der Sonderzug ist in München Pasing angekommen. Und nun findet erstmal ein kurzer Betriebsaufenthalt statt. Die Türen der BM 235 Euro Expresswagen werden geöffnet. Somit können die lieben Fahrgäste ein- und aussteigen. Und im Führerstand der Baureihe 103 in der TEE-Lackierung angekommen, muss diese erst nun einmal aufgerüstet werden. Dazu wird einmal die Batterie eingeschalten und der Luftpresser wird gestartet, denn im Hauptluftbehälter wird ein Druck von 10 bar benötigt und der Luftpresser gleicht nun diesen Druck an. Die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschalten, der Richtungswender wird schon mal in die Mittelstellung verlegt, der Stromabnehmer 2 wird vorgewählt. Bevor die Zugbeeinflussungssysteme eingeschalten werden, wird ein kurzer Leuchtmeldertest durchgeführt, ob alle Leuchtmelder ordnungsgemäß funktionieren. Das tun sie sehr gut. Anschließend kann der Druck in der Hauptluftleitung auf 4,7 bar eingestellt werden. Der Stromabnehmer 2 wird gehoben und sobald die Fahrdrahtspannung von 15 kV anliegt, kann der Hauptschalter eingelegt werden. Ein IC3 aus Augsburg erreicht München-Pasing. Die PCB 90 wird eingeschalten bzw. die Indusi. Darin wird in der oberen Zugart gefahren. Somit ist bei Beeinflussung der Leuchtmelder 85 aktiv. Die SIFA und die LCB wird eingeschalten. Der Hauptschalter wird eingelegt. Richtungswender geht in die Vorwärtsstellung. Die Fahrplanleuchte wird eingeschalten und natürlich muss noch die Handbremse gelöst werden. Die S-Bahn München verlässt hier auch den Bahnhof München-Pasing. Und die Fahrmotorlüfter werden natürlich noch eingeschalten, damit auch die Fahrmotoren dementsprechend gleich gekühlt werden. Und das ZG1 wird eingeschalten. Die Bremse wird komplett gelöst und somit kann die Leistung aufgeschalten werden. Da die eigentliche Umleitungsstrecke von München nach Garmisch-Partenkirchen jetzt ebenfalls gesperrt wurde, muss der Sonderzug jetzt erstmal nach Augsburg fahren und in Augsburg wird dann eine Diesellokomotive angekuppelt und dann geht es in Richtung Weilheim, denn der Streckenabschnitt München-Weilheim ist gesperrt. Eigentlich sollte ja der Sonderzug direkt von Salzburg dann wieder nach Innsbruck fahren. Aber witterungsbedingt ist das Ganze nicht möglich, denn die Strecke ist ebenfalls gesperrt. Mit Erreichen des Zugschlusses am LF7-Signal geht es dann rauf mit der Geschwindigkeit auf 100 km pro Stunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns nun auf dem Weg nach Augsburg Hauptbahnhof. Ich habe den Ersatzfahrplan nun vor mir liegen. Wir werden gleich in Olching noch einmal zum Halten kommen, zwecks einer Überholung eines Intercity-Expresses. Danach geht es für unseren Zug direkt weiter bis nach Augsburg Hauptbahnhof. Wir werden Augsburg Hauptbahnhof voraussichtlich gegen 11 Uhr, 11.05 Uhr in diesem Zeitraum erreichen. Ja, meine Damen und Herren, nochmals für Sie zur Information, aufgrund von Unwetterschäden ist leider die Strecke auch zwischen München-Pasing und Garmisch-Partenkirchen gesperrt worden. Unser Zug wird daher noch über Augsburg umgeleitet. In Augsburg wartet bereits eine Diesellok auf uns, die unseren Zug dann übernimmt und weiterfährt bis nach Weilheim. In Weilheim werden wir dann die Fahrt weiter nach Garmisch-Partenkirchen fortsetzen.
Leider ist es mir im Moment noch nicht möglich, Ihnen eine genaue Verspätungsprognose für unseren Zug zu geben. Wann die Ankunft in Innsbruck in etwas sein wird, warten Sie bitte noch bis Weilheim, dann kann ich Sie über die etwaige Verspätung informieren. Wir wünschen Ihnen nun noch eine angenehme Fahrt. Wie gesagt, gleich in Olching wird unser Zug noch einmal zum Halten kommen, wird einen Fernverkehrszug vorauslassen und dann setzen wir die Fahrt fort. Ja, vielen Dank für die Informationen. Ja, für die Fahrgäste, na, ist das natürlich ärgerlich, das ist klar. Aber ja, auch gegen das Wetter ist der Mensch machtlos. Der Sonderzug wurde nun in die Linienzugbeeinflussung aufgenommen und eine weitere Zugfahrt in Richtung München findet hier statt. Der Sonderzug darf hier schon mal den ersten Güterzug überholen. Die Baureihe 103 verfügt ja über eine Transformatorumschaltung. Dort gibt es ja einmal die Stellung 120 km pro Stunde und einmal 140 km pro Stunde. Ich lasse nun die Transformatorumstellung auf 120 km pro Stunde eingestellt, denn das reicht völlig aus. Die Transformatoreinstellung des Kippschalters 140 km pro Stunde wird eigentlich nur dann gewählt, wenn ein kurzer Personenzug schnell auf 200 km pro Stunde beschleunigt werden soll. Was aber ja sehr materialbelastend ist und auch ja sehr viel Energie verbraucht und somit ist dieser Vorgang eigentlich nicht nötig. Und deswegen bleibt die Transformator-Umstellung auf der Einstellung 120 km pro Stunde. Der Leuchtmelder G ist bereits aktiv im Führerstand, das heißt die Leistung wird einmal auf 0 geschalten und die LZB sollte dann ins Geschehen eingreifen. Und sobald die Schnarre zu hören ist, sollte dann die Geschwindigkeit schnell und deutlich reduziert werden. Denn hier wird ein Geschwindigkeitswechsel auf 120 km pro Stunde durchgeführt und das Vorsignal signalisiert VR0. Die Fahrdienstleitung versucht jetzt natürlich den Sonderzug hier irgendwie durchzubringen, denn wie gesagt, auch hier auf der Strecke zwischen München und Augsburg gibt es natürlich auch einen Fahrplan und hier verkehren natürlich auch noch andere Züge und von daher ist es gar nicht so einfach für die Fahrdienstleitung hier eine passende Lücke zu finden. Und es ist einiges los hier auf der Strecke. Denn die Strecke ist auch, wie gesagt, eine wichtige Verbindung nach München und eben aus München kommend eine wichtige Verbindung in Richtung Norden. Und die Fahrstraße für den Intercity Express ist bereits gelegt. Ja, die Fahrgäste haben natürlich für ihre Sonderfahrt einen schlechten Tag erwischt, beziehungsweise zwei schlechte Tage, da es zuvor eben kräftig geschneit hat.
Aber die Baureihe 103, 176-4 versucht hier natürlich trotzdem wieder nach Innsbruck zu kommen. Und gebildet wird der Sonderzug einmal aus einem Bordbistro Intercity-Wagen und aus vier BM 235 Euro Expresswagen. Und die S-Bahn München tut hier natürlich auch ihren Dienst. Die PCB-Leuchtmelder sind ja nun erloschen, da sich der Sonderzug ja in der Linienzugbeeinflussung befindet. Somit haben die Signale jetzt erstmal entlang der Strecke keine Bedeutung. Aber es ist natürlich die nächste Rückfallebene, sollte die LZB eine Störung aufweisen oder komplett ausfallen. Nichtsdestotrotz muss der Lokführer natürlich die Signale im Auge behalten. So, Doppeltraktion IC3. Sobald dann der Kollege den Block freigefahren hat, dürfte es dann auch für den Sonderzug weitergehen. Das vor uns liegende Hauptsignal ist ein Kombinationssignal. Also ein Hauptsignal mit Vorsignalfunktion. Zu erkennen an dem weiß-rot-weißen Mastschild heißt einmal Hauptsignalfunktion. Und der, oder ja, dieses gelbe Dreieck, was zum Boden zeigt, sagt dem Lokführer, hey du, ich habe auch noch eine Vorsignalfunktion. So, die Leistung darf wieder aufgeschalten werden. Wichtig ist beim Aufschalten der Leistung, dass die Oberstromgrenze von 600, 620 Ampere ungefähr nicht überschritten wird. Ansonsten fliegt der Hauptschalter aus. Ja, und jetzt natürlich ist die Fahrplanlage perfekt, denn es geht direkt hinter einem ICE nach Augsburg. Die fünf Wagen, die am Haken der Baureihe 103 hängen, ja, ist für die Baureihe 103 ein Witz. Die merkt die Baureihe 103 fast gar nicht. Viel wichtiger ist die Achslast-Temperaturüberwachung der Leuchtmelder Altü, der hier unten rechts zu sehen ist. Wenn dieser aufleuchtet, dann ist Vorsicht geboten. Dann werden die Achsen zu warm und da muss der Lokführer sofort die Geschwindigkeit reduzieren und warten, bis die Temperatur sich wieder regeneriert. Denn die Achslager werden nicht automatisch gekühlt. So, nun geht's rauf auf 200 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Oh, weitere Euro-Express-Wagen. Ja, und somit gibt es schon noch ein paar weitere Besonderheiten bei der Baureihe 103, auf die der Lokführer zu achten hat. Die Baureihe 103 ist eine sechsachsige, schwere Elektrolokomotive für den
Reisezugverkehr für schnelle Reisezüge. Ein weiterer Güterzug in Richtung München. Ja, die Fahrt führt ja nun über die Bahnstrecke München-Augsburg und die Eisenbahnstrecke ist natürlich elektrifiziert und befindet sich in Bayern und verbindet die Städte München mit Augsburg. Eine weitere Baureihe 103. Die Strecke ist insgesamt 61,88 Kilometer lang und sie ist mit Personennah- und Fernverkehr sowie Güterverkehr Teil der Bayerischen Maximiliansbahn und auch der Magistrale für Europa und ist wie gesagt eine sehr, sehr wichtige Hauptstrecke in Bayern. Ja, und führt eben von Oberbayern ins Schwabenländle. Die maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 bzw. 230 km pro Stunde. Die Strecke wurde ja auch ausgebaut und eben auf 230 km pro Stunde ertüchtigt. Somit verkürzt sich die Reisezeit im Fernverkehr zwischen München und Augsburg deutlich. Links ist dann gleich Haspelmoor zu sehen. Und hier durchquert die Strecke ein Moorgebiet. Das nennt sich eben Haspelmoor. Und hier natürlich einen sauberen Unterbau für die Trasse hinzubekommen in einem Moorgebiet. Kann sich, glaube ich, jeder selber denken, dass das nicht so einfach war. Servus, der Kollege.
Und hier teilen sich jetzt eben der Fern- und Regionalverkehr, beziehungsweise dann eben der Regional- und der Fernverkehr fahren hier auf den beiden Gleisen, die hier jetzt rechts zu sehen sind eben. Und auf der linken Seite fährt dann der Güterzug, beziehungsweise jetzt inzwischen auch der Regionalverkehr, Altegnenberg. Die beiden Gleise hier fährt nur noch der Fernverkehr an. Und die beiden linken Gleise Regional- und Güterverkehr. So ist es inzwischen geregelt. Früher war es ein bisschen anders, bevor die Strecke eben nicht ausgebaut wurde. So, jetzt geht schon gleich nach Mehring rein. Servus, Herr Kollege. Ja, das war früher natürlich der Klassiker, die Baureihe 103 vor einem Intercity. Der Intercity Express, der den Sonderzug vorhin überholte, ist fahrplanmäßig korrekt unterwegs. Denn dieser hat eine fahrplanmäßige Abfahrtszeit in Augsburg Hauptbahnhof immer um 3 nach, also 3 Minuten nach der vollen Stunde. In dem Fall 11.03 Uhr. Mehring. Mehring St. Afra. Dieser Halt wurde vor ein paar Jahren auch hier zusätzlich gebaut. Oh, LZ-Fahrt. Baureihe 101. Da läuft mal, der G ist aktiv. Dann steht damit ein Geschwindigkeitswechsel an. Die Schnarre ist wieder deutlich zu hören. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren ist. Links war gerade Kissing zu sehen. Und das nächste Hauptsignal signalisiert HP0.
der Block ist jetzt bereits wieder frei. Zu erkennen an dem LZB-Entfernungsbalken oder Kilometrierungsbalken hier zwischen den beiden Rundinstrumenten in der Mittelkonsole. Wenn der ICE wird natürlich noch vorausfahren oder fährt voraus und blockiert den nächsten Blockabschnitt. Die S-Bahn München endet ja in Mammendorf. Und es ist ja schon sehr, sehr lange im Gespräch, die S-Bahn nicht bis Augsburg zu verlängern. Aber ob das Ganze jemals kommt, ist fraglich. Nun gilt gleich eine maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde. Es sei denn, es wird nichts anderes signalisiert. Ah, es geht runter auf 100. Stimmt. Denn wir reihen ja schon Augsburg Hochzoll. So, meine Damen und Herren, für Sie kurz zur Ablaufinformation in Augsburg Hauptbahnhof, den wir in wenigen Minuten erreichen werden. Unser Zug wird in Augsburg Hauptbahnhof zum Halten kommen, am Bahnsteig. Dann wird die Lok abgekuppelt werden, wird den Zug umfahren, wird am anderen Ende wieder angekoppelt werden. Das hat den Vorteil, dass wir dann in Weilheim nicht noch die Lok umsetzen müssen, sondern so ist die Lok direkt am richtigen Platz. Und wir können ab Weilheim die Fahrt sofort fortsetzen, wenn die Diesellok weggefahren ist. Ja, deswegen setzt die Lok hier erst in Augsburg um. Anschließend kommt Diesellok Zugspitze und dann fahren wir weiter bis nach Weilheim. Sie können auch hier in Augsburg Hauptbahnhof wieder während des Aufenthalts auf dem Bahnsteig rauchen. Unser Zug setzt die Fahrt in etwa gegen 11.30 Uhr fort. Ja, vielen Dank für die Info. Ja, aber rauchen nur in die gekennzeichneten Raucherbereichen. LZB-Ende muss einmal bestätigt werden. Somit leuchtet der gelbe Ende-Leuchtmelder dauerhaft gelb auf. Links ist die Station Hauenstädter Straße gleich zu sehen. Und dann ist hier links das hohe Gebäude, das ist der Augsburger Hotelturm. Dort befinden sich Apartments und ganz oben ein Radio und im unteren Bereich des Turmes ein Hotel. Man hat einen wunderschönen Ausblick auf Augsburg. Und die Geschwindigkeit muss auf 80 km pro Stunde reduziert werden.
Und der ICE, der vorhin den Sonderzug überholt hat, steht noch auf Gleis 1. Und nun muss dann erst einmal die Lok umgesetzt werden. Der Hauptbahnhof von Augsburg wird ja auch seit Jahren umgebaut und wird untertunnelt. Und das Ganze habe ich ja auch schon mir anschauen können. Mann, es sieht wirklich einfach nur schön aus. So, die Türen sind geöffnet. Und dann werden die Wagen einmal abgekuppelt. Jawohl, kuppeln Sie nun alle Wagen ab. Und dann geht's einmal zum Lokwendepunkt. Rangierfahrt VMAX 25 km pro Stunde. Das Hauptsignal in Form eines Ausfahrsignales signalisiert HP1, das Vorsignal VR0. Und um 11.03 Uhr, absolut pünktlich, verlässt der ICE hier den Hauptbahnhof von Augsburg in Richtung Stuttgart. Rechts ist das Gebäude der Brauerei Riegele zu sehen. Und das Lichtsparsignal in Niedrigbauweise signalisiert HP0. So, dann können die Bremsen alle gelöst werden. Und der Führerstand wird dann einmal gewechselt. Oh, die nächste Sonderfahrt. Ja, einiges los hier in Augsburg. Zum Lokwendepunkt wieder, beziehungsweise zum nächsten Lokwendepunkt. Die PCB 90 beziehungsweise die Indusi ist natürlich jetzt ins Wechselblinken übergegangen. Lichtsparsignal signalisiert SH1.
und im Stumpfgleis ist eine Baureihe 101 abgestellt. Und vorbei geht's an den Euro Expresswagen BM 235. Einfach schön die Baureihe 103. Und der Kollege mit der Baureihe 151 macht sich auf den Weg in Richtung München. Und kurz vor der Brücke kommt dann die Baureihe 103 zum Stehen. Und die Zustimmung zur Weiterfahrt ist von der Fahrdienstleitung bereits erteilt worden. Wechseln Sie wieder die Fahrtrichtung und kuppeln den Wagenzug an. Alles klar. Das Lichtsparsignal in niedriger Bauweise signalisiert SH1. Schutzhalt aufgehoben und Rangierhalt aufgehoben natürlich. Und der Fahrdienstleiter hat ja mitgeteilt, dass ja das Signal überfahren werden darf. Ja, natürlich mit Befehl 40. Manchmal wollen die Signale nicht so. So, nun muss der Druck im Bremszylinder natürlich erstmal wieder auf 0 gesenkt werden. Der Druck in der Hauptaufleitung steigt. Und dann geht's an den Wagenzug wieder ran und die Wagen werden wieder angekuppelt
und dann kommt eine Diesellokomotive vorne an die Zugspitze. Rechts ist das Steuerwerk zu sehen, wo sich die Fahrdienstleitung befindet. Die Wagen herangefahren werden sollte mit maximal 3 km pro Stunde. Ansonsten kann das Wagenmaterial oder eben die Lok Schaden nehmen, insbesondere die Puffer. Und das wäre natürlich nicht so gut. Sehr schön. Und dann werden die Wagen einmal angekuppelt. Bitte die Bremsen lösen, es folgt eine Bremsprobe. Alles klar. Bremsen sind alle gelöst. Und beim Sonderzug bitte einmal die Bremsen anlegen. Jawohl. So 4 Bar ungefähr, das reicht. Und die Fahrmotorlüfter können jetzt auch ausgeschalten werden, solange die Baureihe 103 steht. Ein toller Sound. Beim Sonderzug bitte die Bremsen lösen. Schaut alles sehr gut aus. Ja, und somit geht es dann erstmal weiter nach Weilheim. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Beim Sonderzug, alle Bremsen sind in Ordnung. Und würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW. Servus.